Sekunden nur Zeit hast, wenn ich aufstehe, dann wird's. Okay, okay. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen entschuldigen. Ich bin ein bisschen heiser. Also wenn unterwegs die Stimme abbricht, dann ich kann nichts dafür. Und mein Vortrag ist, wie schon gesagt, Videomapping. Ein bisschen provokant so, das Mappen ist letzter Schluss. Deswegen sitzen vielleicht auch ein bisschen mehr Leute hier, weil sie gesagt haben, oh, was Neues, Spannendes, macht alles besser. Kann ich gleich vorneweg sagen, nicht alles besser. Einiges, aber nicht alles. Ja, dann vielleicht noch ein bisschen ganz kurz zu mir. Ich hoffe, das erkennt man so ein bisschen. Mein Name ist Matthias Meisser. Ich studiere an der Uni Rostock Informatik. Habe das Thema während meiner Bachelorarbeit beackert und ich bin derjenige mit diesem tollen Nickname, Ausrufezeichen, ihr Ausrufezeichen. Also, wenn ihr euch fragt, wie Leute aussehen, die so einen Nick wählen, das bin ich. Und ja, bin halt im Wesentlichen aber mehr so in Community-Sachen unterwegs, halt so Öffentlichkeitsarbeit, Wikis. Solche Sachen, bin eigentlich jetzt nicht so der große Entwickler. Dann von mir persönlich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Leute, die an der Foskis mitgearbeitet haben, denn ich bin zum ersten Mal hier. Ich muss sagen, ich bin echt überwältigt. Also Hammer, so ein bisschen kann ich einschätzen, wie viel Organisation dahinter stecken muss. Und ja, ihr hättet jetzt klatschen können, habt es nicht gemacht. Schade. Gut, aber jetzt reicht's auch. Jetzt wollen wir mal Inhalte vermitteln. Und zwar, ja, ihr wisst ja, also OpenStreamer wächst und wächst. Immer mehr Firmen wechseln ja auch mehr oder weniger zu OpenStreamer, weil die Qualität gar nicht mehr so schlecht ist. Und wir haben ja auch schon in der Einleitung gehört, in den Einleitungsvorträgen, dass eben wir mittlerweile natürlich sehr viel mehr sind als nur Straßen. Kleineres Problem dabei ist natürlich, dass die Community nicht hinterher wächst. Also gestern waren vielleicht einige dann auch wirklich schockiert, dass das irgendwie sowas dann doch eher bei 10.000 Leute nur sind. Und ja. Das beeinflusst natürlich so ein bisschen die Qualität, also zum einen die Abdeckung, sprich es gibt halt noch weiße Flecken, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es mehr weiße Flecken, und aber natürlich auch die Objektdichte. Also ich habe hier mal so einen Innenstadtbereich gemacht, der ist jetzt mit Videomapping sozusagen, also wo dann, ich will jetzt nicht die Hand für ins Feuer halten, aber wo man quasi sagen kann, okay, das ist jetzt schon wirklich maximal, was man überhaupt da reinpacken kann an Inhalten. Und natürlich dann so auch die Attributdichte, wie stark sozusagen die Objekte dann auch gekennzeichnet sind. Das ist ja auch so ein Qualitätsmerkmal. Genau, die Frage ist jetzt, okay, was kann man da machen? Man kann zum einen die Community ausbauen. Ein anderes wäre natürlich, vielleicht gibt es ja bessere Mapping-Verfahren. Zum ersten Punkt ist natürlich nicht so einfach. Also das ist ein bisschen was, kann ich ja dazu sagen. Also es bedarf einfach auch einer gewissen Zeit sozusagen, damit man eine gute Community hat, auf die man sich auch verlassen kann. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, dass da vielleicht so ein bisschen dezenteres Wachstum etwas gesünder ist. Mapping-Verfahren verbessern, ja, worum geht es da eigentlich? Also wir wollen natürlich schnell und natürlich auch möglichst exakt möglichst viele Informationen aufnehmen. Da wir aber ein freiwilliges Projekt sind, unterliegt das natürlich gewissen Einschränkungen. Also wir müssten das irgendwie mit Alltagsequipment machen. Was haben wir da? Naja, gut, GPS haben wir, das brauche ich wohl keinem erklären. Auch die anderen Möglichkeiten sind, denke ich, bekannt. Weswegen ich das eigentlich nochmal bringe, ist eigentlich eher die Tabelle. Wenn man jetzt mal überlegt, wo da die jeweiligen Vor- und Nachteile sind, sieht man zum Beispiel, dass eben Audio natürlich den Vorteil hat bei der Bedienung. Also ich stelle es einmal an, radel meine Strecke los, brauche mich um nichts mehr kümmern. Foto hingegen zum Beispiel hat natürlich einen sehr viel höheren Detailgrad. Wenn ich schlau bin, fotografiere ich dann meinetwegen die Telefonzelle und den Briefkasten, der daneben ist. Und ich habe natürlich die Orientierung, die kriege ich da vielleicht noch besser rekonstruiert als aus nur Sprachkommentaren. Ja, Papier, Walking Papers ist eigentlich so mein liebstes Fass, da denke ich immer so, da hat man eigentlich eine ziemlich gute globale Orientierung, Stichwort Hausnummern und so, da hat man einen guten Überblick, von wo nach wo das alles geht. Das Ganze ist aber, ich habe runtergeschrieben, ja auch subjektive Meinung, also das soll nur Trends anzeigen, hat keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Frage ist natürlich, wenn man mal schaut, wie mappen denn andere? Also ich habe absichtlich jetzt nicht Google Street View rein, sondern auch mal ein paar andere von Firmen, die halt wirklich Daten erheben, und die haben natürlich ganz anderes Equipment. Die haben DGPS, also differenzielles GPS, inertiale Navigationssysteme, das heißt also, wenn das GPS dort ausfällt, haben sie irgendwie relative Weginformationen, dass sie das irgendwie weiterschreiben können, zum Beispiel im Tunnel. Zusätzliche Sensoren, man sieht es da unten an dem Tracken ein bisschen, das Hinterrad, das hat so einen Drehzahlgeber und solche Sachen. Ja, natürlich Erweiterbarkeit, achso, Industriekameras, Entschuldigung. Und die haben natürlich den Vorteil, die sind sehr exakt spezifiziert, also die haben nicht so wie Alltagskamera irgendwie ein paar Verzerrungen drin. Und man kann da sehr viele Parameter natürlich einstellen. Ja, dann natürlich Laserscanner, weil das Befahren für die Firma ist sehr teuer. Und weiter geht's.
Hallo? Ja. Okay. Und genau, Laserscanner. Also das Befahren ist natürlich sehr teuer von den Firmen. Die haben halt vielleicht irgendwie 40 Fahrzeuge, hatte ich mal rausgesucht, zum Beispiel irgendwie Google war das. Und die müssen natürlich mit einem Rutsch möglichst viele Daten aufnehmen. Da sind Laserscanner, die wir uns halt nicht leisten können, total der Standard. Und das Ganze wird natürlich dann auch mit einem optimierten Hardware-Software-Zusammenspiel dann, sag ich mal, optimal in Echtzeit verarbeitet. Das könnten wir uns dann wahrscheinlich auch nicht leisten. Gut, und genau, was kommt denn da eigentlich raus? Also natürlich zum einen Sachen für die Bestandserfassung, das so Katasterfortführung, wie ist jetzt gerade mein Wegeausbau, wie ist da die Wegequalität, Dokumentation, eben Beschilderung oder eben auch diese sehr bekannten Panoramadienste, 3D-Stadtmodelle, quasi alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Tja, die Frage ist jetzt natürlich, ja, also wir werden uns das wieder leisten können. Ich gehe davon aus, dass der durchschnittliche Mapper auch nicht in der Lage ist, das irgendwie bedienen zu können. Davon abgesehen, irgendwie so eine Gerätschaften sind natürlich auch sehr schwer zu beschaffen und irgendwie dann auch irgendwie komplett überdimensioniert für uns. Was geht denn da für uns? Genau, das sind also im Wesentlichen ja Pocket Camcorder oder normale Camcorders, Helmkameras, das ist also das, was man im Mediamarkt so eigentlich kriegt. Die Bilder, die hier sind, die sind nicht zufällig ausgewählt, die habe ich alle mal durchgetestet in der Bachelorarbeit, dass man so ein bisschen auch untereinander vergleichen kann und dann auch wirklich so ein bisschen valide Aussagen hat. Das Ganze, also die Einschränkung bei den Geräten ist dann eher, dass die Batterielaufzeit halt ein Problem haben, so 1,5 Stunden, was aber eigentlich, ich weiß nicht wie lange ihr mappt, bei mir ist das meistens auch so die Grenze, zur Not lässt sich da eben noch eine zweite Batterie mitschleppen. Kapazität, je nachdem, was man da für eine Ausbaustufe hat, zum Beispiel der Camcorder oben in der Mitte, der hat eine 50 GB Festplatte, also das lässt sich auch, normalerweise natürlich SD-Karten. Ja, mittlerweile auch diese ganzen kleinen Geräte haben schon Full-HD-Auflösung und insgesamt bieten die natürlich wirklich mit dem vorherigen professionellen Equipment natürlich eine sehr viel größere Flexibilität. Also so eine Helmkamera pappe ich mir halt hier irgendwie ran und mache einen auf Cyborg. Das kann ich dann genauso aber auch am Fahrrad irgendwie festmachen oder sowas. Okay. Was habe ich denn natürlich gemacht? Also ich bin dann in der Stadt mal so ein bisschen, also ich habe mir im Prinzip mehrere Szenarios ausgesucht. Einmal ein Innenstadtszenario, wo ich dann ganz gezielt sozusagen immer eine Referenzfahrt hatte und dann die aufgenommenen Resultate untereinander vergleichen konnte. Dann natürlich dann auch Hausnummern, weil wir da gerade auch am Wirbeln sind und das eigentlich auch ein sehr schönes Beispiel ist, weil da natürlich die Informationsdichte relativ hoch ist. Das sah dann etwa so aus bei den Hausnummern, dass ich mir diesen Wanderrucksack genommen habe und dann so ein Stativ, wie ihr zum Beispiel da hinten auch seht, da rangepappt hat und dann noch ein bisschen gedreht und geschoben hat und wenn ich auf dem Fahrrad war, war das Bild quasi gerade. Ist natürlich nicht ganz unauffällig, aber hat auch zu sehr guten Resultaten geführt, weil man kann quasi die Straße langfahren und sammelt die ganzen Hausnummern ein. Gut, das Ganze geht natürlich dann auch noch zu Fuß, mit dem Fahrrad habe ich schon gesagt, PKW, öffentlicher Nahverkehr, ÖPNV hätte zum Beispiel den Vorteil, dass da im Wesentlichen ja die Hauptstrecken innerhalb einer Stadt erstmal abgedeckt werden. Das heißt, ich setze mich in den Bus rein, lasse mich da durch die Gegend treiben und habe dann erstmal alle wichtigen Sachen eingesammelt, die wahrscheinlich auch für andere Leute erst in der Ersterfassung interessant sind. Na gut, und nichtsdestotrotz, man braucht nicht unbedingt ein Stativ. Diese kleinen Sachen, die sind so groß wie ein Handy, die kann man auch einfach in der Hand halten. Muss man ein bisschen mit SDVO aufpassen, am besten Sonntag früh, wenn keiner auf der Straße ist, fahren, aus eigener Erfahrung. Und ja, die Auswertung erfolgte dann im ganz normalen Videoplayer, das ist ja eigentlich auch kein Problem und ich werde nach der Präsentation probieren, noch ein paar Videos zu zeigen. Lasse ich jetzt an der Stelle hier nämlich erstmal, damit wir uns nicht ganz verzetteln. Gut, wie sind so ein bisschen denn trotzdem die Eindrücke? Also prinzipiell könnte man sagen, es sind eigentlich fast alle Kameras geeignet. Es gibt diese 20€ Helmkameras, die war jetzt ein bisschen matschig, das gebe ich zu, aber man kann ja auch mal 50€ investieren. Die Qualität ist eigentlich durchaus ausreichend, also das reicht sogar, seht ihr hier im Bild hoffentlich, Straßenbahn so ein bisschen schräg seitlich mit 42 km/h abgefahren, das geht alles, man kann da noch, also ihr könnt die Hosen mal lesen, oder? Was ist es? Was ist es? Jawohl, sehr schön. Das klang jetzt gelangweilt. Okay, also und darüber hat man natürlich den Vorteil, dass man sozusagen auch diese globale Orientierung wieder hat, ne? Das ist so ähnlich wie beim Foto. Und weniger Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich zum Beispiel irgendwas handschriftlich notiere, da frage ich mich dann zu Hause dann doch schon mal, ja, was wollte ich mir damit jetzt sagen? Und das habe ich da eben nicht. Also ich muss da nicht dran rumdeuteln, ich sehe es und fertig ist es. Ja, aber natürlich hat das ganze Verfahren so erstmal ein paar Probleme.
Jetzt mal natürlich die optischen Störeinflüsse. Da kann man eigentlich nur so ein bisschen mit der Wahl des Equipments gegensteuern, beziehungsweise auch mit der Wahl des Aufzeichnungszeitpunkts. Also so wolkiges Wetter, wie es ja heute Gott sei Dank ist, ist da besser geeignet, weil wir dann weniger Reflexionen haben in den Scheiben. Eingeschränkter Sichtbereich ist so ein Problem. Das heißt also, dass ich dann teilweise doch keine globale Orientierung mehr habe, wenn ich mich zu stark auf die Gegenseite konzentriere. Das probiere ich hier unten mal anzudeuten. Also naiv würde man ja vielleicht nach vorne filmen, hat dann aber den Nachteil, dass man rechts die Beschriftung vom Shop nicht mehr lesen kann. Wenn man jetzt zur Seite filmt, sieht man zwar einen Shop, aber ich weiß nicht mehr so richtig, wo war ich jetzt innerhalb der Straße, und hinzu kommen dann eben gesteigerte Bewegungsunschärfe. Guter Kompromiss ist eigentlich so ein bisschen schräg nach vorne zu filmen, da kriegt man eigentlich beides mit rein, das funktioniert auch mit den meisten Kameras. Anderes Problem ist natürlich, dass die Sichtung wahnsinnig zeitintensiv ist. Also ich habe mal geschrieben, so das 2- bis 3-fache der Aufnahmezeit, das ist jetzt kein Witz. Also hängt aber auch einfach mit dem Detaillierungsgrad zusammen, den man da aufnimmt. Gut, wie könnte man das also verbessern? Natürlich muss man erstmal Prioritäten setzen beim Film. Also es ist auch mit dem Videomapping nicht möglich, sozusagen in einem Rutsch alles zu filmen. Man müsste sich überlegen, will ich Preuß filmen, will ich eher STVO filmen oder will ich dann doch eher die Gebäudefronten, vielleicht für irgendwelche 3D-Texturen oder irgendwie sowas filmen. Es ist schwer, diese ganzen Aspekte alle unter einen Hut zu bringen. Lässt sich aber mit ein bisschen Experimentieren natürlich auch optimieren. Eine schräge Ausrichtung sagte ich schon. Möglich ist halt auch manuell nachzuführen. Das heißt also, wenn ich einarmig auf dem Fahrrad fahre und dann so ein kleines Gerät habe und dann entsprechend immer drehe, was mir wichtig ist, habe ich auch bei der Sichtung des Videos dann sehr gute Vorteile. Also, dass ich wieder weiß, okay, darauf wollte ich jetzt gezielt hingewiesen werden. Ja, andere Möglichkeit ist Weitwinkelobjektive oder eben einfach mehrere Kameras zu nehmen. Das geht natürlich auch. Ja, anderes Problem war eben, ihr habt das ja zack hier gesehen, ich habe sozusagen die Videos auf meinem Laptop gesichtet und auf dem Desktop den JOSM laufen lassen. Und da ist einfach, es hat den folgenden Grund, weil das Problem ist immer, wenn man permanent die Fenster wechseln muss, das ist halt wahnsinnig stressig, zumal dann irgendwelche Tastenbelegungen sich überschnitten haben und hat man auf einmal JOSM irgendwie ganz komische Sachen gemacht. Da war es halt einfacher, das auf einem separaten Rechner laufen zu lassen. Das kriegt man aber natürlich besser hin. Also man kann eben den Videoplayer in den JOSM integrieren, sozusagen da eben Shortcuts haben, die man eh für einen Videoplayer hat, dass man da nicht mal rausgehen muss. Dass man zum Beispiel auch mit GPS springen kann an die richtige Stelle im Video oder eben so praktische Gimmicks wie Schleifen. Also dass ich nicht diesen Stress habe, während das Video sozusagen durchläuft, dass ich da auch mal, okay, ich sage jetzt 5 Minuten schleift der rum und dann kann ich ganz gezielt da die Objekte, die ich dauernd sehe, einfügen. Ja, dieses Plugin ist dann tatsächlich so entstanden. Das Problem da ist, Java hat einen bescheidenen Multimedia-Support. Und da war dann eben die Frage, wie kriegt man das dann trotzdem hin? Also die verschiedenen Videokameras haben ganz verschiedene Videoformate und da habe ich eigentlich immer den VideoLAN-Client genommen, den werden wahrscheinlich die meisten auch kennen, das ist eigentlich ein ziemlich guter Cross-Plattform-Player. Und für den gibt es auch eine Java-Bibliothek, die lustigerweise 2 Wochen vorher erst ganz frisch entstanden war. Und ja, im Prinzip passiert ja Folgendes, dass sozusagen dieses Java-Runtime-Feld, was man auf der linken Seite sieht, wo auch zum Beispiel der JOSM drin läuft, dann so ein bisschen verlassen wird über die JNA-Schnittstelle. Und da wird dann sozusagen auf diese libvlc, das ist die native Plattform-Bibliothek, dann zugegriffen. Ja, ist dadurch natürlich, man handelt sich ein paar Nachteile ein, gerade wegen Stabilität war das damals so ein bisschen so eine Sache. Aber mittlerweile ist es eigentlich recht stabil geworden. Ja, wie sieht denn dieses Plugin jetzt also aus? Also man synchronisiert das so ähnlich wie bei dem Audio-Mapping-Plugin. Man sucht sich also eine Stelle, wo man irgendwie denselben Zeitpunkt hat, indem man zum Beispiel einen GPS-Empfänger irgendwie filmt und dann sagt, okay, ich gebe einen GPS-Track auf diesen Zeitpunkt und ich gebe ein Video auf diesen Zeitpunkt, sagt dann synchronisieren und dann pinnt er das aneinander und sagt dann eben auch, sieht man vielleicht so ein bisschen, die grüne Strecke ist das, was vom Video abgedeckt wird. Ja, permanent wird dann sozusagen auch die Videozeit natürlich abgefragt und dann die GPS-Zeit bestimmt und damit dann natürlich auch sozusagen dieses Kamera-Icon nachgeführt. Wenn ich dann jetzt auf so einen GPS-Punkt klicke im Grüne, kann ich dann natürlich auch ausrechnen, wie da die entsprechende Videozeit sein müsste und da an die entsprechende Stelle springen. Und das Ganze kann natürlich für mehrere Videos auch erfolgen. Problem ist bei mir so ein bisschen gewesen, das ist natürlich im Rahmen der Bachelorarbeit entstanden und gerade so diese ganze Fehlersuche und so weiter, das ist bei mir ein bisschen im Zeitmangel dann untergegangen und so richtig deployed ist das noch nicht.
Wäre mal interessant, gibt es da großes Interesse dran, dass ich das weiter nochmal aufmache irgendwie? Also ist jetzt auch nicht so die ultimative Lösung, ist halt mein Ansatz. Es kann ja auch gerne jemand anderes sonst da weitermachen. Ja, das ist also der derzeitige Stand. Und nochmal kurz zusammengefasst, sieht es also so aus, dass das Ganze aus meiner Sicht die Vorteile aller bestehenden Mapping-Verfahren zusammenfasst, also permanente Dokumentation, damit eine globale Orientierung, hoher Detailgrad, damit eine objektivere Bewertung und Professor Hockley hat das so genannt, die Tyrannei des Ortes lässt sich damit aufheben. Also man könnte jetzt irgendwie ein bisschen fantasieren und sagen, naja, wenn jetzt irgendwie in Haiti wieder ein Erdbeben ist, lassen wir da irgendwelche Camcorder rumkreisen oder sowas. Und es ist eigentlich mit den Aufnahmen relativ gut möglich, dieses lokale Szenario zu rekonstruieren. Das wüsste ich nicht, dass das bei anderen Verfahren in dieser Art und Weise geht. Darüber hinaus unterstützt natürlich so ein bisschen auch die klassischen OSM-Trends, also Luftbildauswertung, was dann sozusagen mit lokalen Eindrücken validiert werden kann. Qualitätssicherung natürlich, weil ich ja dann natürlich sehe, okay, das ist jetzt auf der Karte, aber das ist im Video, aber noch nicht auf der Karte. 3D-Modellierung habe ich schon ein bisschen gesagt. Problem ist natürlich weiterhin, es ist nicht ganz unauffällig, muss man zugeben, gerade bei mir. Und die Nachnutzung des Bildmaterials ist halt auch ein Problem. Also ich habe es bis jetzt immer nicht veröffentlicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das alles noch von der Panoramafreiheit gedeckt ist. Man kann sich da auch selber ein Ei legen, wenn man halt bei Rot über die Ampel fährt und irgendwie sich selber dabei filmt. Ne? Ja. Darüber hinaus gibt es natürlich dann dieses Google Street View Problem, möchte ich es mal nennen. Also was passiert, wenn man eben einmal das alles abgefahren hat, dann kommen wieder neue Geschäfte. Will ich dann gezielt wegen diesen Geschäften losfahren oder will ich da jetzt alles nochmal einfahren, aber das ist eher so ein elementares Problem. Das tritt halt bloß da ganz besonders zutage. Ja, das ist, also Resümee ist, ist es auch kein Allheilmittel. Ich würde es ihm ans Herz legen, einfach mal probieren. Gerade auch Smartphones, die sind ja mittlerweile recht leistungsfähig. Vielleicht einfach mal, vielleicht ist es ja euer Ding. Ja, dann möchte ich eigentlich für die Aufmerksamkeit bedanken und wäre jetzt eigentlich sehr interessiert an weiteren Fragen, Eindrücken, vielleicht macht das ja der eine oder andere. Dankeschön. Check. Vielen Dank, Matthias. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Bitte. Aufnahme. Okay. Waren das Kameras mit GPS-Anbindung direkt oder war das ein extra Modul mit... Es gibt Kameras in der Tat, also diese etwas teure auf Seite 1 mit der Festplatte, der hat ein GPS. Problem ist da, dass es gibt keine Spezifikation als Meta-Stream oder so GPS-Informationen da einzubetten. Was man machen kann, ich kann das ja gleich nochmal im Video zeigen, man kann das auch wieder synchronisieren und sozusagen die GPS-Position als Untertitel einblenden, was für mich nützlich war, um die Geschwindigkeit zum Beispiel zu bestimmen. Aber es gibt da nicht wirklich was Durchdachtes. Selbst schon das Rauslösen des GPS-Track als GPX oder so ist meistens gar nicht vorgesehen. Das war ein bisschen enttäuschend. Das heißt, Synchronisation läuft jetzt über den Timestamp von GPS-Signalen genau. Und Videosignalen. Mhm. Bei den Sichtwinkeln gab es ja einmal so die Version nach vorne und schräg nach vorne. Mhm. Das ist natürlich auch eine Verzerrung vom eigentlichen GPS-Signal zu dem zu mappenden Objekt. Das heißt, es wird nur korreliert, ob das, was in der Karte schon erfasst ist, ob das stimmt von der Nummerierung her. Richtig, es wird jetzt keine Nahbereichsfotogrammetrie oder sowas gemacht. Also man kann jetzt in den Bildern nicht nachmessen. Es ist halt eher so ein, wie halt allgemeinen Mapping-Techniken, so ein Dokumentationswerkzeug. Ne? Genau. Hattest du Probleme mit Erschütterungen am Fahrrad, weil es war also die Sache, bei der ich mir zuerst gedacht habe, so, oh, das wird bestimmt schief gehen, dass man einfach durch die Erschütterungen der Bewegung Verwackelungen im Video hatte. Hattest du damit Probleme oder war das kein nennenswertes Problem? Interessante Frage. Es kommt natürlich... Oh, super. Es ist natürlich eine Frage des Untergrundes sozusagen. Also Kopfsteinpflaster ist natürlich dämlich. Letztlich aber teilweise, wenn du es mit Hand nachführst, da kompensierst du sozusagen. Es gibt auch diese, ich müsste jetzt raten, wie diese Stative heißen. Die haben sozusagen so einen Schwingungsdämpfer drin, so ein Gewicht drin, damit gerade das nicht passiert. Lässt sich aber eigentlich verhindern. Also fahre ich aber auf der Straße. Ja, weitere Fragen? Ich würde euch gerne die Videos noch zeigen, aber irgendwie haut das hier mal wieder nicht hin. Wer sonst daran Interesse hat, kann sehr gerne nach dem Vortrag irgendwie auf mich zukommen. Dann schauen wir uns die mal an und könnt ihr euch mal so Eindrücke holen.
würde ich denken. Ja, wenn sonst keine mehr, nö. Vielen Dank nochmal, Matthias. Bitte, bitte.